Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Oh yeah, wir hängen hier gerade an einem Rätsel. Ihr habt mich jetzt nicht informiert, ich hätte es vielleicht mal machen sollen. Nein, die Bolzen. Oh, die Bolzen. Ich habe nichts vergessen, nein. Wir haben hier ein Rätsel vor uns. Damit sind wir sowieso erstmal beschäftigt. Wir haben hier... Au, 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 au. Ah, kleiner Krampf. Sorry. Da musste ich ja gleich nach dem Krampf husten, alter Schwede. Kommt alles zusammen, Freunde. So, wir haben hier einen... Ich glaube, das war Wal. Auf der anderen Seite haben wir eine Schlange. Und hier haben wir auch noch zwei Dinger. Das Ding ist, wir haben nur drei Säulen. Aber vier Symbole an den Wänden. Vielleicht habe ich auch eins übersehen. Vielleicht ist hier irgendwo noch eins. Ich weiß es nicht. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht so rumgeguckt. Und hier ist etwas eingestürzt. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein Zeichen versteckt. Ich meine, ich muss damals, als ich das erste Mal Skyrim gespielt habe, doch auch hier irgendwie durchgekommen sein, oder nicht? Wie muss ich das doch geschafft haben? Ah. Vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Oh, Schlange, Schlange, Allah. Okay, wir haben noch eine andere Sache gefunden. Delfin oder Wal. Ja, das bringt mir doch einen Scheißdreck, wenn er da genau dasselbe wie da ist. Bringt es mir doch gar nichts, ey. Es sei denn, das hier spielt keine Rolle und nur das spielt eine Rolle. Dann packen wir also durch den Delfin wohl... Ich habe keine Ahnung. Packen wir die Schlange mal hier nach vorne. Weil hier ist jetzt die Schlange. Hier ist die Schlange. Und wenn wir in die Richtung gucken, ist auch die Schlange, ne? Dann guckt der Wal jetzt in die Richtung zum Adler. Aber hier sind Wale. Ach, ich weiß es nicht. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Freunde, wir werden hier die ganze Folge auch lang hocken, weil ich nicht weiß, wie wir hier weiterkommen. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch irgendetwas Relevantes. Ich meine, wir haben schon mal eine Sache übersehen, die recht nutzlos war, aber wir haben sie übersehen. Also das hier klingt ja für mich logisch, dass hier die Schlange quasi unter dem Symbol ist und Richtung Schlange guckt. Und wir haben ja in der letzten Folge festgestellt, dass die drei Säulen verschieden sind. Dass nur der hier geradeaus guckt quasi und die hier zur Seite gucken. Das heißt, wir könnten das eigentlich so einstellen, dass der Adler zum Adler guckt. Dass die Schlange zur Schlange guckt. Und dann guckt diese Schlange zur Schlange. Und der Delfin guckt zum Delfin. Und dann guckt... Ja... Nee, alles gut. Weil hier guckt der Delfin Richtung Delfin und da guckt die Schlange Richtung Schlange. Also ich denke mal, dass der hier richtig ist. Ach, come on. Gibt's nicht irgendwelche Tipps oder so bei den Leichen? Ich komme hier nicht weiter, das gibt's doch nicht. Wie habe ich das damals gelöst, sag mal? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe sonst keine Infos, ne? Okay. Wir machen das mal so. Hier ist der Delfin, ne? Und hier ist dann die Schlange. Okay, versuchen wir es einfach nochmal auf die Art und Weise. Dreimal der Adler nach vorne. Okay. Ah! Der Adler schaut auf den Hebel und öffnet dann die Adlertür. Wenn wir dreimal Schlange machen, öffnet sich die Schlangentür. Ah! Oh!
Dinge werden klar, Freunde. Dinge werden klar. So, nehmen wir das alles mal mit. Gut, öffnen wir mal die Schlange. Aber was zum Teufel soll denn diese Symbole hier an der Seite? Schauen wir mal, ob ich recht habe. Und aktivieren. Komm schon. Ach Mann! Okay, okay. Ich hab gedacht, wir hätten es geschafft, aber am Arsch. Gut, machen wir das nochmal, das Ganze nochmal hier mit dem Fischchen, ne? Vielleicht ist es ja einfach nur eine Verarsche. Okay. Warum hat das mit den Adlern funktioniert? Aber das ist schon mal ein guter Hinweis, dass das vielleicht die Adlertür ist und das die Schlangentür. Vielleicht muss einfach nur alles Richtung Schlange zeigen, quasi nach links. Jetzt zeigt die Schlange auch irgendwo nach links. Oder wo, ich weiß es nicht. Weil das ist so verwirrend, das Ganze. Hey! Ach, das ist öffnen! Und das ist schließen. Okay. Ach, wir haben alles zurück auf Adler gestellt. Moment, wir haben alles zurück auf Adler gestellt, obwohl die Schlangen alle nach links gucken. Das heißt, wobei die Delfine gucken alle nach links. Ach, ich... Hast du mal irgendwie einen Hinweis oder so? Irgendwas? Vielleicht in der Urne? Nein, sie ist einfach nur leer. God damn. Okay, okay. Hier vielleicht irgendwelche Hinweise drauf. Ich werde hier noch wahnsinnig. Also gut. Wal, Wal. Okay, auf dieser Seite ist der Wal, auf der anderen Seite ist die Schlange, ne? Die Schlange existiert aber auch da hinten. Auf der Schlangentür. Was, wenn wir einfach nur den hier ändern? Ha! Ich bin ein Genie, Freunde! Pass auf. Bild, Schlange, Schlange, aha, okay, gut. So. Wal, Wal. Und dann, um die Schlangentür zu öffnen, die Schlange nach vorne. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, Freunde, oh mein Gott. Ich bin mal gespannt, wie wir hier weiterkommen. Hat ja nur knapp 8 Minuten gedauert, der ganze Scheiß. Hallo? Du kommst doch sowieso nicht an mich ran. Und ich treffe dich nicht. Komm schon. Ha. Okay, ich vermute mal, dass der hier voll ist. Nee. Die kommen immer raus, wenn man Geräusche macht. Oder wenn wir etwas... aufsammeln? Ne, hier ist noch zu. Aber vermute, dass die da jetzt gleich rauskommen. Oh. Oh. Ja, da ist wirklich einer rausgekommen. Bin erstaunt. Wunderschön. Wunderschön, Freunde. Okay, gibt's hier mehrere Wege oder nur den einen? Ich hab nur den einen, das durch Spinnenweben. Immer noch die leichtesten Opfer in der Welt von Skyrim. Wobei, die leichtesten Opfer sind, glaube ich, Skiver. Also die gefährlichen, leichten Opfer. Es gibt natürlich auch hier Ziegen und hast du nicht gesehen. Die sind natürlich doch leichter zu erledigen, aber wir... ging gerade erst danach. Oh, geh doch. Du siehst anders aus. Der war irgendwie so bunt. Nee, ist immer noch dieselbe Spinne.
War die zu zweit? Was zum Teufel? War die zu zweit oder habe ich gerade... Sorry? Die waren wirklich zu zweit, okay. Oh, Rätsel. Naja. Wir haben das letzte Rätsel auch einwandfrei gelöst. Ich denke mal, da werden wir keine Probleme haben. Aber erstmal bringen wir die Leute hier um. Das war ein schöner Headshot. Und da ist die Tür, in die wir rein müssen, ja? Okay, machen wir hier den Adler. Das dürfte gar nicht mal so schwer sein. Also entweder müssen wir das nehmen, was hier drauf ist. Dass das halt übereinstimmt. Oder das Gegenüber. Eins von beiden. Wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn man dadurch sterben würde. Aber da schon falsch eingestellt ist, denke ich mal, das ist auf jeden Fall die richtige Variante. Und ich höre da jemanden pervers atmen. Ach, du bist der. Hä? So. Ah. Okay, machen wir es andersrum. War das doch richtig eingestellt? Ist das so eine Art Verarsche von Skyrim? Dass uns das Richtige einstellen und wenn er deinen Knopf drückt, kommt er durch. Und wenn er glaubt, dass es falsch ist, dann wird er bombardiert. Naja. Es sei denn, es gibt noch einen dritten. Wollt ihr mich verarschen? Gibt es hier immer noch einen dritten? Ich hätte wissen sollen, dass es nicht so einfach ist. Ich hätte wissen sollen, dass es nicht so einfach ist, Freunde. Wieso gibt es hier drei, aber nur zwei Säulen? Ah, gibt's hier irgendwo noch eine Säule versteckt oder so? Warte. Ja, oh, verdammt. Wir kriegen das auch so hin, Freunde. Wir kriegen das auch so hin. Wir brauchen diese Scheißrätsel. Okay. Schade. Ich wollte es gerne auf die Cheater-Tour machen, aber wir kriegen das jetzt auch so hin. Jetzt habe ich gerade den Schalter gesehen. Und alles ist gut. So, Wal. Ich glaube, du warst ein Wal. Ich sag immer dazu Delfin, deswegen sage ich immer ab und zu noch Delfin. Lasst euch nicht irritieren. Okay. Na, wie bist denn du, mein Freund? Du bist bestimmt ein Toter, ne? Na, verdammt. Ah, da oben sind die Dicken. Natürlich stellt mir zuerst so ein Schwächling hin, damit ich den zuerst angreife, ne? Aber nicht mit mir. Ich bin unsichtbar für die Menge. Gerade auch für... Okay, Lebewesen, die eigentlich keine Augen besitzen. Weil jeder weiß, wenn man tot ist, verdorren die Augen. Das heißt, sie dürften eigentlich gar nicht sehen können. Ha! Ich habe den Weg freigeschossen. Ich bin ein Genius. Leer? The fuck? Hä? Ich vermute mal, beide Gänge führen zum einen. Ja. Okay, es gab nur einen Gang. Okay. Ich hab gedacht, es geht rechts und links rum. Aber es ging nur einmal rum. Ich hätte gedacht, dass die Falle hier irgendwo wäre. Ich habe mich schon gewundert, wo die Falle ist. Hab sie einfach mal ausgelöst. Dachte mir, komm, guckst du mal nach. Gerne nicht schaden, ne? So, den nehmen wir mal mit. Ich höre wieder jemanden atmen.
So. Und der andere brennt noch fröhlich vor sich hin. Ach komm. Was bringt eigentlich diese Feuerfalle, wenn sie nichts anstellt? Nichts. Oh, ein Schalter. Ja, das war easy. Gab's noch einen zweiten? Das war ein bisschen zu einfach mit dem Schalter, ne? Es war einfach. Es war zu einfach. Was kommt jetzt hier noch? Stimmt, Dutzende von Fallen. Ich gehe mal rechts. Ich bin jetzt outside the box. Ich laufe nicht mehr mittig. Schon verwirrend, warum Menschen immer mittig laufen müssen. Aber schon mal gut zu wissen. Sollte ich mal irgendwann Minecraft PvP spielen, dann weiß ich, Menschen laufen mittig. Dann stelle ich da meine Fallen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie Minecraft PvP gespielt. Wo? Minecraft mag ich eigentlich. Aber ich habe noch nie PvP gespielt. Oh, hi. Ein hoher Drachenfürst. Mal irgendwie ein bisschen was Starkes. Okay, aber wo ist Alduin? Ich habe keine Kralle. Hast du eine Kralle? Danke. Gut, schauen wir mal rauf. Haben wir Level Up? Nee. Schade. 78. Respekt an mich. So, sonstiges. Kralle. Kralli, wo bist du? Diamantenkralle oder Klaue, meinetwegen. Ich würde gerne anzoomen. Was ist das? Ein Fuchs, eine Motte und ein Drache. Okay. Halt, Modde war auf dem zweiten Platz, ne? Ah. Okay, und jetzt? Ein Schrei? Bin ich wegen eines Schreis hier? Nee, ne? Bin wegen Alduin hier? Was ist das für ein Schrei? Wort der Macht gelernt. Blitz, Sturmruf. Aber nur eine? Alter, warte, was war falsch? Schreie. Werden wir im Laufe dieser Geschichte noch mehr Schreie erhalten? Ist das möglich? Nee. Es fehlte bei Sturmruf. Ah, okay. Tierfreundschaft fehlt noch. Kriegen wir aber nicht mehr wegen des Bugs. Schade eigentlich. Das sind die letzten beiden, die uns noch fehlen, ne? Eine verbrannte Leiche. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Eisen-Zweihänder, ja. Dürfte also zumindest ein Mensch gewesen sein. Das war ein Zwerg? Hm. Ich nehme mal deinen Heiltrank mit, ne? Den brauchst du ja nicht mehr. Dankeschön. Cooldown! Oh mein Gott. Puh, endlich die Rätsel-Scheiße hinter uns gebracht. Oh, hi. Ach, jetzt sind wir auf dem Dach. Also, ich will ja nichts sagen, aber ein einfaches Seil hätte, glaube ich, genügt. Hätten wir nicht eine Klaue gebraucht, dann hätten wir nicht die Rätsel lösen müssen. Einfach nur ein Seil, vielleicht einen Enterhaken dran basteln und dann hier hoch. Kann man sich alles ersparen, aber nein. Wieso einfach, wenn es auch schwer geht? Wir können uns ja erstmal durch die Hölle prügeln. Um da nach oben zu kommen. Sollen wir hier runter? Ich. Keine Ahnung. Okay. Ein Seil hätte es doch vielleicht nicht gebracht. Wobei, doch. Hier, guck. Da. Da ist eine Truhe. Fuck. Wir hätten einfach hier den Turm hochklettern können, zum Beispiel. Oder unser Drachenfreund. Der hätte uns einfach hier auf dem Turm absetzen können, aber nein.
erstmal durch die halbe Weltgeschichte führen. Hä? Wie tief geht das denn noch hier? Ach, hier ist nur eine Truhe. Ausdauer. Naja. Immerhin was wert. So, da kommen wir raus. Ich wollte gerade sagen, kommen wir jetzt nicht mehr raus. Und das wäre so. Ich würde am liebsten hier hochgehen, ne? Schon, das muss möglich sein. Ja. Okay, haben wir hier jetzt irgendwas erreicht? Irgendwelche Sheets? Einfach nur ein versteckter Pfad. Man könnte bestimmt hier hochkommen, ne? Irgendwie hätte man bestimmt hier hochkommen können. Dann hätte man sich den ganzen Scheiß sparen können. Aber egal, gehen wir erstmal weiter. Oder vielleicht hätte er uns auf den Berg einfach runterlassen können und dann wären wir runtergeflogen. Und ein älterer Drache. Okay. Gut, dass ich ihn noch gesehen habe. Der weiß nicht, wo ich bin. Oh, hi. Jetzt sind es zwei Drachen. Okay. Hilfe. Bekämpfen die sich jetzt gegenseitig? Das wäre sau cool. Ich glaube, das eine ist ein normaler Drache. Oh, er ist wieder da gelandet. Aha. Ich hoffe, du hast nicht regeneriert, mein Freund. Hat er nicht. Lass mal beide hier durchdrehen. Oh Gott. Irgendwer ist hier bei mir gelandet. Ja, du machst keinen Schaden, mein Freund. Aber dafür sehe ich dich auch nicht. Wo bist du? Wo bist du? Hä? Er ist schon weg? Ein Frostler. Der wird ein bisschen mehr Schaden machen können wahrscheinlich. Aber egal, wir haben ja unendliche Heiltränke. Na gut, unendlich nicht, aber 75 haben wir. Immer schön ins Fressbrett. Nicht losfliegen, bitte. Nein. Ah, der sagt irgendwas mit Skuldhaven, wo wir jetzt gerade sind. Weiß zwar nicht was genau, aber Skuldhaven irgendwas. Hat jemand mal einen Übersetzer für mich? Wäre echt cool. Gustaven Feldtort Nistock oder wieso? Ja, jetzt doch nicht drauf, ey. Jetzt doch nicht drauf. Komm. Geh mal nach Hause. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil er ja schon tot war. Okay. Somit haben wir die Drachen erledigt. Alter, ich kann nicht sehen, wie bei diesem ganzen Leuchten. Wir müssen anscheinend hier entlang, beziehungsweise gleich die Treppe hoch. Aber, das soll es auch schon für heute gewesen sein, Freunde, denn wir sehen uns morgen wieder. Scheiß Cheater, auf auszuweichen. Du bist gar nicht programmiert zum Ausweichen. Dankeschön. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und dann habe ich so das Gefühl, dass wir Richtung Finale ansteuern. Was echt schade ist. Aber gut, lässt sich ja nicht ändern, ne, Freunde? Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero und tschüss. So, ich kann mich hier verstecken. Hilfe.